Reproduktion eines Füllhalters. Das Herzstück ist die Feder. Aus 14 oder 18 Karat Goldband gestanzt, geformt, geprägt. Das Schreibkorn aus Iridium, einem Metall der Platingruppe. Mit der Feder verschweißt, geschliffen und immer wieder geprüft. Stunden in einem Wasserbad. Tausende kleiner Porzellankörper entgraten die Feder. Winzige Kupferkügelchen polieren sie auf Hochglanz. Nach mehr als 30 Arbeitsgängen sind die Federn fertig. Die Pelikan-typische schwarz-grün gestreifte Binde. Aus Streifen geschnitten entsteht der äußere Behälterteil in einer Vielzahl von Arbeitsschritten. Kunststoffmaschinen unterspritzen die Behälter mit hochwertigem Kunstharz. Konturfräsen. Ein Diamant bringt die Oberfläche auf die gewünschte Form. Kappenringe. Mit hochwertiger Goldauflage werden sie in Spritzgussmaschinen unlösbar mit der Kappe verbunden. Montage. Das Pelikan-Markenzeichen schließt die Montage der Kappe ab. Montage der Füllmechanik. Drehspindel, Kolben und Füllgriff sind aus massivem Messing. Thank you.
Tintenregler und Feder. Ultra hoch erhitzt schmiegt sich der Kunststoff des Tintenreglers an die Feder. Im Einschreibraum wird jede einzelne Feder auf Herz und Nieren geprüft und so justiert, dass sie ihrem Benutzer ein Leben lang Freude bereitet. Jahrelange Ausbildung und Erfahrung sind nötig, um diese Arbeit auszuführen. In traditioneller Handwerksarbeit, Stück für Stück von Hand zusammengesetzt und dutzendmal geprüft, präsentiert sich der Pelikan-Füllhalter als ein Meisterwerk harmonischer Formgestaltung und vollendeter technischer Präzision.